Jo Leute und willkommen zurück zu Marvel's Guardians of the Galaxy. Beim letzten Mal sind wir an der Festung von Lady Hellbender angekommen. Und ja, Freunde, auf geht's, rein mit uns. Let's go. Dieser Ort hat so was wie eine richtige Menschenopferatmosphäre. Deine schwache Hülle würde eine perfekte Opfergabe abgeben. Name? Wächter der Galaxie. Nie von euch gehört. Ich bin Groot. Zertifizierte Monsterhändler. Zumindest heute. Was ist in der Kiste? Eine monströse Abscheulichkeit von Halbwelt und der fieseste Hundesohn im ganzen Quadranten. Leben wir nicht? Rocket! Ich meine... Das Ding ist winzig. Es ist eine Höllenbestie, ein Namensvetter eurer Herren. Ihr solltet eure Meinung ändern. Okay, geht weiter, bevor ich es mir anders überlege. Aber wenn's der Lady nicht gefällt, werde ich eure Überreste dieser Kiste nach draußen karren. Höllenbestie? Eine korrekte Bezeichnung. Die kleine Bestie verhält sich wahrhaft höllisch. Gefällt mir. Nicht gerade ein einfacher Weg, wenn alles den Bach runtergeht. Es wird super laufen. Wir haben ein Killermonster und einen soliden Plan. Ich wäre vorsichtiger, Peter Quill. Wenn Lady Hellbender unsere Täuschung durchschaut, wird ihre Vergeltung rasch kommen. Was denn? Soll ich etwa Angst haben, nur weil sie die Hölle im Namen trägt? Sie leitet einen besseren Zoo. Das ist kein Zoo. Die Monsterkönigin hat eine Monsterarmee. Könnten das vielleicht die Zoowärter sein? Mit Schusswaffen? Ich habe noch nie einen zahn Warfuchs gesehen. Aber sie zertrampeln gern andere zu Brei. Schon okay. Wenn's zum Schlimmsten kommt, fliehen wir zur Milano. Dein genialer Plan ist weglaufen? Notfallplan, den wir nicht brauchen werden. Aber ja, mit ihrem ganzen Monster-Zirkus kann sie uns ja schlecht verfolgen. Oh, komm schon. Warum haben wir nicht hier angedockt und uns den unverrichteten Weg gespart? Red Wolf liegt wie ein einäugiger Badoon. Wir mussten unseren Plan perfektionieren. Jetzt ist der Narren sicher. Lady Hellbender ist keine Närrin. Wenn ihr Monster verschwindet, wird sie davon ausgehen, dass wir es waren. Ausgehen, ja. Aber nicht wissen. Zumindest nicht so sicher, um uns durch die Galaxie zu verfolgen. Wow! Seht euch das an! Ich hab den falschen Job. Es ist angemessen beeindruckend für eine Kriegerin mit Lady Hellbenders Status. Eines Tages wird das auch unser Status sein. Ha! Deiner nicht! Komm rüber zum Käfig und sag das nochmal! Konzentration, Leute. Zeit für unser ernstes Gesicht. Ich bin Groot. Er meint, auch du musst die Illusion verkaufen. Ganz genau. Ein Gnarrenschild. Das ist eine wahre Trophäe. Seht nur. Das erklärt den Tresor. Unbezahlbar? Tresor? Wozu denn die ganze Trickserei? Wie wär's mit einem guten, ehrlichen... Nein! Und weiter geht's. Folgt mir und passt gut auf. Ihr werdet euch nicht Lady Hellbenders Thron nähern. Wenn sie sich euch nähert, bleibt ihr stehen. Keine plötzlichen Bewegungen. Alles klar. Diese Blicke von der Antlitz sind Demut, meine Königin. Erspar mir deine leeren Plattitüden. Verzeiht, meine Königin. Ich wollte euch in keinster Weise. Ich weiß, was du wolltest. Halt mich nicht für so einfältig. Ich sah schon viele, die behauptet haben, sie hätten einen Tara-Tara. Ihr zweifelt an seiner Echtheit. Wenn er wirklich ist, was du vorgibst, beweise es. Oder trage die Konsequenzen, wie jeder andere möchte gern Betrüger. Ich versichere euch, ich sagte, lass ihn frei. Wir kriegen das hin. Oh!
bist du frei. Hier. Bringt den nächsten Händler und überweist 10.000 Units an die engsten Angehörigen des Letzten. Sprich. Hallo, ich bin Star-Lord. Okay. Drax der Zerstörer. Das Verhängnis des wahnsinnigen Titanen. Höchstpersönlich. Und welch ein Anblick. Deine Anwesenheit ehrt mich. Ihr seid viel kleiner, als ich erwartet hatte. Oh. Und was hattest du erwartet? Vielleicht kann ich da etwas möglich machen. Eher unwahrscheinlich. Abwarten, Zerstörer. Ich kann mitunter sehr nachdrücklich sein. Peter Quill. Ich habe das Gefühl, sie flirtet mit mir. Komm, Drax ermutigen. Dann spiel doch einfach mit. Schmeichel ihr oder sowas. Du kannst das. Ist vielleicht am besten. Dein Verhandlungsgeschick ist armselig. Lady Hellbender. Der Größe eurer Waffe nach seid ihr gewiss eine ernstzunehmende Kriegerin. Vielleicht kann ich dir ja mal eine Kostprobe geben. Ihr werdet eine passable Gegnerin. Sag mir, Zerstörer, was führt dich nach Seknaf 9? Peter Quill, zeig ihr die Kreatur. Oh ja, das wurde jetzt aber auch Zeit. Was ist das? Das hat einen Namen, Lady. Und es kann sprechen? Nein, ist das putzig? Quill, mach, dass das aufhört. Wie lange dauert es, bis es ausgewachsen ist? Wenn du ihn so schon putzig findest, dann solltest du ihn mal Milch trinken sehen. Was? Ich mag keine Milch. Oder, Leute, möchte man Rocket nicht dauernd knuddeln? Oh, ja. Manchmal hängen wir Glöckchen an seinen Strampelanzug. Und wenn du mal gesehen hast, wie ein Waschbär versucht, einen Kühlschrank zu öffnen, das vergisst du nie. Ich bin kein verflagter Waschbär. Ein Waschbär mit Temperament. Schon sehr niedlich. Okay, jetzt reicht's zum letzten Mal. Ich bin kein Waschbär und ich bin verflagt nochmal nicht niedlich. Ja. Plan B, Quill! Leute, nicht rumquatschen, abhauen! Wer ist hier jetzt das Monster? Was zum Flirt, Rocket! Ihr habt die Schakalen gehört. Sie wollte keine zwei Units für mich zahlen. Und jetzt sterben wir alle wegen deines verletzten Ego? Nicht Ego, hier geht's um Geld. Recht, dass wir nicht kassieren können. Wow, Glück gehabt. Glück hat damit nichts zu tun. Lass uns später streiten, jetzt müssen wir weiter. Wo sind meine Drohnen? Ich will, dass die Wächter verbrannt werden. Was ist das denn? Sie schwebt der Todeskapsel. Sie stirbt nicht, Quill. Versuch was anderes. Wir müssen irgendwie wieder raus. Nein! Los. Scheiße.
wird nicht lang halten. Wir müssen immer noch da durch. Geht jemand einen Weg hier raus? Scannen. Was sollte ich machen? Na komm schon. Mach schon, sonst sterben wir. Wir müssen von diesem Ding runter. Sie kommt mit Volldampf. Wir müssen ihre Düsen kühlen. Wir müssen immer noch da durch. Quill, hör auf, Zeit zu verschwenden. Sucht alle nach einem Ausweg. Ja. Wir müssen von diesem Ding runter. Oder ein Langmensch. Okay, los. Versuchen wir in einem Stück hier rauszukommen. Das war's noch nicht. Wie bitte? Ich bin wegen Units hier und ich gehe erst, wenn ich welche habe. Okay. Ich bin gut. Ja, wir räumen den Tresor, den wir auf dem Weg nach oben gesehen haben. Nicht dein Ernst. So selbstmörderisch ist nicht mal Peter. Willst du einfach abhauen oder willst du bezahlt werden? Wir haben keine Zeit zum Streiten. Oh, Helfen, das Leute können jede Sekunde hier sein. Quill hat recht. Haltet den Mund und folgt mir. Das habe ich nicht gesagt. Ich will nur zu dem Aufzug zurück und dann nichts wie raus. Drohnen. Bewahrer Rutupol. Das ist das Geniale, verstehst du? Wir haben die DNA-Profile aller Monster im System. Wenn eines der Haustiere der Königin entkommt und in die Luftschächte flieht, was sie aus irgendeinem Flakgrund total gerne machen, können die Drohnen sie auf Basis des Profils betäuben. Sobald sie sie finden, dadurch kriegen wir sie viel leichter zurück in ihre Käfige. Wer nicht im System ist, stirbt. Wird großflächig über die Wand verteilt. So einfach ist das. Du musst nur dafür sorgen, dass die Profile immer aktuell sind. Sonst entkommt am Ende noch ein Neuzugang und wird eliminiert. Wenn das passiert, zieht Hellbender dir bei lebendigem Leib die Haut ab. Frag Huron-Oll, falls du Teile von ihm findest, die mit dir reden wollen. Und füttere das System auch mit deiner Probe, falls du mal einen Fehler machst und selbst auf die Jagd gehen musst. Okay. Kein Wunder, dass wir immer arm bleiben. Ihr Idioten solltet euch nehmen, was euch zusteht. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das tun wir. Dann sollten wir das schneller machen. Oh, nicht runterfallen. Oh, was haben wir denn hier? Für wen haben wir denn jetzt? Ah, für Drax. Aus dem Film. Cool. Cool. Nehmen wir das. Nice. Ich sage euch, wir kommen am Ende hier immer noch heil raus. Mit Glück kommen wir überhaupt raus, ohne auf einem Speer zu landen. Viel wahrscheinlicher ist, dass Lady Hellbender uns an eines ihrer Monster... Bei Druid wechseln wir mal das Kostüm wieder. Nehmen wir auch das aus dem Film. Füttert. Danke, Drax. Okay. Dann können wir uns ja auf was freuen. So. Wir kriegen Besuch. Na endlich. Ah, na endlich mal andere Gegner hier, ey.
Keine Frage. Lady Hellbender flirtet wirklich mit mir. Oh ja, Drax. Sie steht total auf dich. Drax, erledige sie. Hellbender wird hier der Ecke der Galaxie nach uns ab. Die Galaxie hat keine Ecken. Nein, vielleicht Scheiße. Führen die Jungs uns zum Aufzug. Tresor, wir gehen eher, wenn wir die ihren Tresor ausgeräumt haben. Oh, wow, 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 wow. Vielleicht akzeptiert das Nova-Korps den Lager als Anzahlung. Oh, er wird bezahlen, keine Frage. Mann, der geht die Handlanger auch nicht aus. Ich werde meine Klinge nachschärfen müssen. Mensch, wie viele kommen denn hier? Zack. Was jetzt, Peter Quill? Stopp, es greift! Dafür ist es jetzt ein bisschen spät, oder? Seht euch nur diese Helme an! Glaubst du, ihre Gesichter darunter sind ordentlich derangiert? Der Nager war eine schlechte Wahl für unsere List. Das Offensichtliche zu sagen, ist echt dein Ding, Drax. Ja. Letzter Team hat uns bis zur entferntesten Ecke der Galaxie jagen. Die Galaxie hat keine Ecken. Das sagte doch gut. Das sagte Drax doch gerade eben schon. Diese Typen verschwenden keine Zeit. Ich werde bei dem Klingel nachschaffen müssen. Mit einer Knarre zum Messerkampf? Die lernen es nie. Blödes Fußvolk. Es tut auch nicht weh. Bis jetzt läuft der Plan super. Puh. Ich leg mich wenigstens ins Zeug. Allerdings ist da nicht viel Zeug. Macht ruhig Witze. Aber ohne mich kämen wir nicht durch diese Tür. Ohne dich stünden wir gar nicht vor dieser Tür. Okay, hier ist gar nichts. Klarheit. Fähigkeiten. Was haben wir denn hier bei Drax und so weiter? Drax stürmt nach vorne und verursacht bei allen Gegnern in einer Reihe mittleres Taumeln. Gamora. Star-Lord haben wir. Rocket. Nehmen wir Groot. Komm. So. Hätte es besser laufen können, aber auch schlechter. Weiter geht's. Seht ihr, da ist der Tresor. Wir greifen alles ab und dann, wie Quill gesagt hat, raus, wie wir gekommen sind. 5000 Units für den Hellraiser, der diese sogenannten Wächter der Galaxie tötet. Okay, Leute, kümmern wir uns um eine Katastrophe nach der anderen. Oh, Trophäe erhalten, Trommelei, okay. Okay, was ich wohl verdient habe. Na und? Den Weg reinschießen in Ordnung. Ich mach mir ums Rauskommen, Sorgi. Das ist schon gefragt, nee. Achtet auf die Aufzüge. Rock, sind die Dinger stabil. Wieder ein Hellraiser mit ihm. Oh Mann, du hast dich fest auf Nerds erklärt. Das könnte unsere Chance sein, hier rauszukommen. Wir gehen erst, wenn wir bezahlt wurden. So, wollen wir mal die neue Fähigkeit von Rocket von Groot nehmen? So, so. Die Hellbender sollte uns selbst gegenübertreten. Du willst doch nur eine Chance, um nochmal mit dir zu flirten.
Okay. Das ist schon gemauert. Sehr, sehr schön. Hat dir niemand beigebracht, scharfe Kanten zu tragen? Endet und tötet sie! Ich will ihre Köpfe! Oh mein Gott! Zeig, was deine Ente drauf hat! Lady Hellbender, man fähig verhandelt! Ihr kennt doch keinen guten Deal, wenn du ihn hier vor die Nase hältst! Das könnte unsere Chance sein, hier rauszukommen! Wir gehen nicht hinter dich, niemand! Das wird sich alles gelohnt haben, wenn wir den Tresor ausräumen. Unklar, ob wir auch nur Zugriff auf seinen Inhalt haben werden. Das einzige Ob, das du dir Sorgen machen musst, ist, ob du die ganze Beute tragen kannst. Flork! Das war knapp! Hinterher! Ja. Leute, ich fürchte, wir sind in eine Falle getappt. Oh nee, ich fürchte. Oh doch! Sucht alle nach einem Ausweg! Schnell! Das mörderische Auto ist zurück. Da steht ganz groß Zerstörer drauf. Ich werde Schutt daraus machen. Erwartest du, dass wir durch einen Abwasserkanal kriechen? Ich mach mich nicht nochmal nass. Wir werden gleich zerhackt. Unternehmt was! Warum ausgerechnet Wasser? Betrachte es als flüssiges Karma. Es ist ganz klar Wasser. Ich wusste, wir hätten nicht die verflackte Ratte verkaufen sollen. Wen nennst du hier Ratte? Das war ganz klar auf dich bezogen, hab ich recht. Wenn du so willst. Reingefallen, ich trage nicht mal Schuhe. Oh, wieder ein neues Outfit. Cool. Oh, für Rocket. Ah, nehmen wir mal das. So. Balan! Seid alle ruhig! Kommt! Wir fangen sie am Tresor aus! Perfekt! Ich finde das nicht perfekt. Es bedeutet, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wieder ein Plan nach Schema F für die Wächter der Galaxie. Wir hätten Drax verkaufen sollen. Helbender hat fast darum gebettelt, eine Nacht mit ihm zu kaufen. Mein Geschenk ist unverkäuflich. Die Hausplage schuldet uns 12.000 Units. 12? Wie kommst du auf 12? Der Preis für meine steigende Frustration. Alle tief durchatmen, wir sind da. Ein Tresor wie versprochen. Und eine riesige verriegelte Tür. Überlass die mir. Bam, bam, bam. Bis später, Höllenlämmer. Auf zu ihnen, Drax. Spürst du das? Du wurdest soeben vom Zerstörer zerstört. Großartig. Kaum zu glauben, dass wir es geschafft haben. Herzukommen ist der leichte Teil. Oh, das war's doch noch nicht. Das war kein Gegner für meine Klingel. Schlag ihn zusammen. Zerstören. Und es gibt keine bessere Entschuldigung als mit einem Haufen Units. Genau so. Deshalb hätten wir es mit Groot durchziehen sollen. Ich muss leider zustimmen. Du bemühst dich, sein Kind. Vielleicht können wir diese Mission doch noch retten. Der Plan war gut. Der Plan
Oh, Huddle bereit. Let's go. Leute, Gruppe bilden. Hey, Muskelpaket, bist du blind oder was? Ich und Deine Groot. Sehkraft ist einwandfrei, Abscheulichkeit. Und ihr beide steht bei dem Sieg im Weg. Wie bitte? Wir? Du ruinierst uns den Spaß. Ich und Groot haben allein eine bessere Chance auf den Sieg. Wow, Leute. Ihr spielt alle überhaupt nicht mehr zusammen. Weil ihr euch alle auf das Falsche konzentriert. Spaß entsteht nicht aus einer Solo-Nummer, sondern wenn wir sie gemeinsam in perfekter Harmonie zerlegen. Wer ist dabei? Ziehen wir es durch! Jawohl! Das Richtige! Pack deine Smartbomben aus! Ich kann's kaum erwarten, Lady Lanigan's Gesicht zu sehen. Ich kenne diese Lady Lanigan nicht. Was immer du dir einreden musst. Ist immer noch nicht hier, Mensch. Festlage, Groot! Vielleicht können wir diese Mission doch noch retten. Das war gut. Der Nager hat ihn ausgehebelt. Der Weg ist frei. Du bist dran, Rocket. Beeil dich. Natürlich, es gibt kein Schloss diesseits von Xander, das ich nicht knacken kann. Mit jeder Minute, die das dauert, steigen deine Schulden. Nur kein Stress. Genieß darf man nicht hetzen. Alle Hellraisers zum Haupttresor! Ich könnte mich auch beeilen und das Beste hoffen. Es geht wieder vor. Zerschnetzel sie! Zack, deine Wurzel! Beeil dich mal, Rocket! Verpetz dich nicht! Die Leiter drüben, Rocket! Ich wollte nur wissen, wie lang's dauert. Bis ich fertig bin, muss die Zeit, die ich mich abgelenkt habe. Ruhe, aufschlitzen! So wird das gemacht! Ich bin Groot! Vorsicht! Meine Klingel fährt müde! Dann tritt um dich! Alter! Ich schaff das! Hab ein bisschen Vertrauen! Es kommen immer mehr! Ihre Hartnäckigkeit ist bewundernswert, zerquetscht die Tracks! Warum ist dieser Typ so stark? Gute Frage! Lassen wir sie uns raus! Es wird mir Spaß machen! Alter! Wir haben uns in eine Ecke drängen lassen! Dieser Raum ist kreisförmig! Ich bin gut. Mach deinen Frieden! Irgendwelche Fortschritte? Augen aufs Ziel, Peter! Die nächste Runde geht auf mich! Eine erledigt! Bleib doch eine ganze Armee! Enthaupte sie, Peter Quill! Als ob der hier keinen Schmerz empfindet! Wie lange sollen wir das denn noch machen? Solange wir können! Begrüße den Tod! Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot! Was zum Plan füttert Hellraiser diese Typen? Haltet sie von Rocket fern! Das ist kein strategischer Plan! Solange ihr sie noch habt. Über den Bauch ein, Groot! Ich bin's.
Gamora kein vom Team töten. Und wieso nicht? Weil es in deinem Vertrag steht. Ich habe sowas nicht unterschrieben. Ich bin Groot. Er ist ein Risiko, Peter. Ha, sagt die meistgesuchte Frau der ganzen Galaxie. Und die tödlichste. Ja, von mir aus. Wie wär's einfach mit Dankeschön, Rocket? Weil du uns fast umgebracht hast? Weil ich uns in den armseligsten Safe der großen Magellanischen Wolke geführt habe? Du hast gesagt, wir sind Schätze! Galarian-Schädel sind kostbar. Aber für uns sind sie wertlos. Leute! Wir brauchen einen Plan. Jawohl! Meine Arme werden ein wenig müde. Nicht schlapp machen, Drax. Gamora, hilf ihm! Rocket und ich suchen nach irgendwas Wertvollem. Groot, mach nichts kaputt! In diesen Misthaufen kann doch nicht nur Schrott rum. Hübsch ist nicht unbezahlbar. Oh, das sind nur Lichter und sie sehen verdammt schwer aus. Oh, okay, das ist mehr als nichts. Aber viel weniger, als wir schulden. Na also, nicht genug, aber langsam wird's. Na, das will ich meinen. Doch kein so schlechter Plan. Aber auch nicht gerade ein guter. Okay, das deckt wenigstens unsere Strafe. Wieso aufhören? Nach allem, was sie uns angetan hat, sollten wir hier ausräumen. Was sie uns angetan hat? Es reicht. Ey, da waren noch Komponenten zum Einsammeln. Peter Quill. Jetzt ist plötzlich Ruhe. Ruhe wie Ruhe und Entspannung oder wie Ruhe in Frieden? Definitiv Letzteres. Drax, bitte sag, dass du uns nicht eingesperrt hast. Ich habe gar nichts gemacht. Man könnte fast sagen, ich bin beeindruckt. Die Waldkreatur hat mehr Biss, als ich ursprünglich angenommen habe. Genieß die Schätze in meinem Tresor, Wächter. Denn sie werden das Letzte sein, das ihr jemals zu sehen bekommt. Was für eine Schande, mein Clintaria-Gas an solch unwürdige Eindringlinge zu verschwenden. Wenn ihr schmelzt, dann bitte nicht über meinem Galarian-Schädel. Wir müssen irgendwie hier raus, sofort. Der ist kostbar und sehr schwer zu reinigen. Tiefluft holen, Leute! Einsammeln. Spürt sonst noch jemanden brennen? Also überall? Ja? Clintaria-Gas löst organische Materie auf und hinterlässt nur schleimbedeckte Knochen. Dann sollten wir abhauen, solange wir noch Organe haben, um das hinzukriegen. Ich will nicht als Fleck auf dem Boden dieser Braut enden. Hier haben wir noch Units zum Einsammeln. Hey, ich habe noch ein paar Units gefunden. Suchst du gerade ernsthaft nach Geld? Benutzt den verfluchten Visor! Wenn du nichts dagegen hast, wogegen? Haben wir hier noch was? Liegen noch vielleicht ein paar Units? Mist! Sie bleiben nicht gefroren, Quill! Nee. Wir müssen hier raus! Ja. Hinter dieser Wand ist ein Ausgang! Darf ich? Da kommst du mit bloßen Händen nicht durch! Wir brauchen etwas Schweres! Ich bin Groot. Groot hat recht. Eins dieser Lichter wäre bestimmt schwer genug. Gamora, könntest du eins dieser Lichter losschneiden? Achtung! Ha! Das war unbezahlbar! Drax, schleuder es direkt durch die Wand. Jawohl. Das war's. Und los, und raus, Leute. Ja. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Dann sind wir schon zu zweit. Geht es allen gut? Gamora, Drax. Ich lebe noch. Meine Epithelschicht ist intakt. Rocket, Groot, wo seid ihr?
Oh, Flark. Sieht jemand, wo es hier rausgeht? Ich sehe da drüben ein helles Licht. Okay, geh nicht drauf zu. Wächter der Galaxie! Wie viele Male muss ich euch denn noch umbringen? Halt sie hin, Peter. Eure Dreistigkeit, zu glauben, dass ihr mich berauben könntet. Fürs Protokoll, nicht alle waren mit dem Plan einverstanden. Danke, Quill. Wirf mich doch gleich ihren Monstern zum Fraß vor. Wisst ihr, was ich mit den letzten Verrätern gemacht habe, die dachten, ich wäre eine leichte Beute? Du hast sie gehen lassen? Kein Ausgang, wir sitzen in der Falle. Lady Hellbender, lasst uns das ehrenhaft regeln. Ich stelle mich euch im Zweikampf. Ehrenhaft, sagst du? Dieses Angebot kommt leider ein wenig zu spät, Zerstörer. Es gibt kein Entrinnen vor meinem Zorn! Damit kann ich leben. Dweller, das Festmahl wartet! Dweller in Darkness. Okay. Okay, das ist ein wahres Monster. Das machen wir jetzt richtig tot. Freunde, ich würde sagen, den Bossfight gibt es beim nächsten Mal. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal wieder fürs Erste mit Marvel's Guardians of the Galaxy. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Marvel's Guardians of the Galaxy. Haut rein, Zockerboy, Game Over. Ciao.